Auf dem traditionellen Sail-Brunch im Rahmen der Hanse Sail Rostock hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig für Mecklenburg-Vorpommern als Wirtschaftsstandort geworben. Unternehmen finden hier große Flächen für ihre Produktionsstätten und sind an leistungsstarke Häfen und Autobahnen angebunden. Dazu komme die Nähe zu den starken Metropolen Hamburg und Stettin, betonte Schwesig vor rund 300 Unternehmern, Politikern und Wissenschaftlern in der Yachthafenresidenz Hohe Düne. Um die Chancen der Digitalisierung noch besser nutzen zu können, kündigte die Ministerpräsidentin weitere Investitionen in den Ausbau der Breitbandnetze an. Ein neuer Schwerpunkt soll die Digitalisierung sein, auch in der Wirtschaftsförderung. Wir werden einen Fonds auflegen in Höhe von 10 Millionen Euro, wo wir gerade kleinere und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung besser unterstützen wollen. Immer mehr ausländische Unternehmen entscheiden sich für eine Ansiedlung in Mecklenburg-Vorpommern. Das liegt nicht zuletzt an der besonders guten Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Politik. Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé, der 2014 in Schwerin das größte Kaffeekapselwerk Europas eröffnet hat, schätzt zudem die hochqualifizierten Fachkräfte in der Lebensmittelbranche. Es waren drei wichtigen Faktoren, die uns geholfen haben, für Schwerin uns zu entscheiden. Das war zuerst die Qualität der Fachkräfte am Ort, zum zweiten die Logistik und Straßenverbindungen, die wir auch in dieser Region gefunden haben. Und zum dritten die tolle Unterstützung vom Land und Stadt. Ja, wir haben uns vielleicht zu sehr versteckt. Und es muss natürlich nach außen hin stärker kommuniziert werden, wie viele gute Firmen wir haben, wie viele gute Produkte und dass wir hier sehr gute Möglichkeiten für neue Firmen, die hier sich engagieren möchten, auch bieten. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Also wir haben beispielsweise in diesem Jahr sehr stark das Thema Schweiz und Türkei, aber auch Russland wurde ja erwähnt im Fokus. Es gibt aber immer noch auch traditionelle Handelspartner von Deutschland, wo wir noch nicht so stark sind, wie die USA beispielsweise, wo wir auch in die Märkte rein müssen und uns da bekannter machen müssen. Mecklenburg-Vorpommern ist nicht nur das Urlaubsland Nummer 1, betonte Manuela Schwesig. Es sei Zeit zu zeigen, dass es vor allem ein Land zum Leben mit einem attraktiven Wohn- und Arbeitsumfeld und guten Kita-Betreuungsangeboten sei. Der Sail-Brunch ist eine Veranstaltung der Wirtschaftsfördergesellschaft Rostock Business in Zusammenarbeit mit der Landesförderung Invest in MV und vielen weiteren Partnern.